In Grellingen kommt es zu einem Wechsel im Gemeinderat. Nach der Demission von Hans Reithofer konnte die Vakanz besetzt werden und der Peter Pflugi tritt per 1. Februar die Nachfolge an. Das sagt der IT-Spezialist zu seiner Motivation, sich für das Amt zur Verfügung zu stellen. Ich bin in Grellingen aufgewachsen. Entsprechend bin ich natürlich ein Grelliger und der Grelliger liegt mir am Herzen. Und ich habe die Chance packen, jetzt, wo das Amt frei geworden ist. Ich würde etwas für Grellingen machen. Und auf der anderen Seite ist mir natürlich auch bewusst, ich kann meinen Rucksack auch mit Erfahrungen füllen. Und für mich ist das extrem wichtig, dass ich jetzt hier können, oder aktiv kann mitgestalten für Grellingen. Seine politischen Schwerpunkte formuliert der Peter Pflugi wie folgt. Ich stand ein, dass Grellingen eine nachhaltige Dorfentwicklung macht. Ich sehe eigentlich vier Elemente. Auf der einen Seite natürlich für alle Einwohnerinnen und Einwohner, dass man attraktiv ist, dass man ein gutes Image hat im Dorf, dass es für Jung und Alt attraktiv ist. Als Beispiel, das ist ein attraktives Bildungsangebot und natürlich eine familienergänzende Betreuung. Der zweite Punkt ist, sind die Mitarbeitenden von der Einwohnergemeinde Grellingen, dass man attraktive Arbeitgeberin ist, sei das für die Verwaltung, sei das für den Werkhof, natürlich aber auch für Schulpersonal. Und der dritte Punkt, das ist die Umwelt. Da geht es mehr darum, dass man einen guten Kompromiss findet mit der attraktiven Infrastruktur natürlich, verglichen mit der Natur, dass das schön und gut ausgeglichen ist. Und der letzte Punkt, das ist ein wesentlicher Punkt von meinen Schwerpunkten, sind die Ressourcen. Grellingen hat natürlich, muss einen gesunden Finanzhaushalt haben. Das ist ein wichtiges Element. Und ich glaube, da geht es auch darum, dass man jeden Franken, den man ausgibt, dass man das überlegt. Und wieso gibt man den Franken aus? Was ist kurzfristig, mittelfristig und langfristig natürlich das Ziel, wenn man das Geld ausgibt? Und da ist wirklich wichtig, dass man das angeht und auch entsprechend prägt. Für mich ist es auch wichtig, Partnerschaften einzugehen. Ich denke, da hat man auch gewisse sage jetzt mal Vorteile, die man herausholen kann, sei das mit den Nachbargemeinden, sei das mit der Region, wo man zusammen etwas machen könnte und entsprechend auch Ressourcen einsparen könnte. Der Gemeindepräsident freut sich auf seinen neuen Kollegen. Ein Grelliger und er weiss, wie Grelliger ticken. Von dem her hat er eigentlich gute Voraussetzungen diesbezüglich. Und er hat auch schon Kenntnis von früheren Tätigkeiten in Gremien, auf Seite von der Gemeinde. Also er war in Kommissionen gewesen, wo er schon die Gemeinde tatkräftig unterstützt hat. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass er sich so ohne Probleme wird in diesem Gemeinderat integrieren. Das Besetzen von politischen Ämtern und Kommissionen ist in Grellingen in letzter Zeit schwierig geworden. Wo sieht der Gemeindepräsident Lösungsansätze? Man muss an die Leute herangehen. Wir haben auch schon probiert, auf Gemeindeseite, Verwaltungsseite mit Flugblättern im Dorf die Leute aufmerksam machen. Wir publizieren auch immer wieder im Flurecho, wenn solche Stellen vakant sind und wir wieder neu besetzen müssen. Auch im Wochenblatt, ja, unsere Zeitung aus dem Tal, dort tun wir auch publizieren. Es ist schwierig, man muss schon auf die Leute zugehen. Wenn man auf die Leute zugeht, hat man eine kleine Chance, dass dann die eine oder andere sich das überlegt. Also ein Amt zu übernehmen, ist nicht nur Bürde, es ist auch Würde und es ist eine Bereicherung für einen selber. Man kann lernen, man lernt neue Leute kennen, man lernt ein neues Umfeld kennen, man kann sich also hier schon, also man kann seinen Horizont erweitern und das ist sehr interessant. Die aktuelle Amtsperiode vom Grelliger Gemeinderat geht bis Ende Juni 2024. Schon jetzt steht fest, dass es dann im Gemeinderat wegen der Amtszeitbeschränkung auf maximal 3 Legislaturen 2 weitere Vakanzen wird geben.